Liebe Leute, wenn ihr möchtet, dass es vor Mitternacht zu Ende geht, dann bitte jetzt langsam wieder die Stühle einnehmen. Wobei der Peter kriegt nicht mehr alleine das Mikro. Das könnte dann, könnte man es vielleicht bis 23 Uhr schaffen. Okay, ich musste eben noch die Schalker Aufstiegsrakete wieder noch ein bisschen in den Vordergrund schieben. Ganz große Nummer. Ja, wo waren wir? Wir sind immer noch im Jahr 1990. Peter ist immer noch richtig sauer, hat immer noch so einen Hals wegen der Entlassung. Und Klaus Wischer macht den Interimstrainer. Und ich finde ja diese alten Spielberichte immer ziemlich klasse. Ne? Ich hoffe, ihr auch. Und deshalb lassen wir dann mal gucken. RTL zeigt Saarbrücken gegen Schalke. 7. Dezember, 20. Spieltag. Einmal bitte Film ab. Lang ist sie ja schon, die Verletztenliste von Schalke 04. Beim gestrigen Abschlusstraining verletzte sich auch noch Spielmacher Günther Schlipper. Einer aber meldete sich wieder gesund zurück aus dem Gelsenkirchener Lazarett. Jens Lehmann, der Torhüter. Heute trug er wieder völlig überraschend die Nummer 1 bei Schalke. Saarbrücken dagegen ohne Aufstellungssorgen. Probleme gab es vor dem Spiel lediglich mit dem Rasen und der daraus resultierenden Schuhfrage. Das Grün gleicht normalerweise nach Spielen eher dem Untergrund einer Galopprennbahn. Heute knüppelhart gefroren. Der Saarbrücker Ludwigspark, eine Festung, der erste FC in dieser Saison, daheim noch ungeschlagen. Schalkes Auftakt begann verheißungsvoll. Die vierte Minute, Thomas Zechel auf Andreas Müller und da wäre Saarbrücken fast kalt erwischt worden. Hier noch einmal die gute Möglichkeit nach vier Minuten. Die Saarbrücker zwei Minuten später mit Wolfgang Schüler, der auf Matthias Hönerbach, die Hereingabe auf Eugen Hach und der bringt den Ball nicht unter Kontrolle. Die Schalker wirkten in der Anfangsphase etwas abgeklärter. Hier Alexander Borodjuk auf Ingo Anderbrügge, dessen Einsatz ja wegen einer Darmgrippe fraglich war bis zuletzt. Und der versucht es mit dem ungewohnten rechten Fuß gar nicht mal so ungefährlich. Nach einer halben Stunde begann dann die Großoffensive der Saarländer. Nussör Kopfballvorlage und Michael Preetz vergibt in der Mitte. Saarbrücken nun mit ungeheuer viel Druck. Das ist Schüler und ein Foul von Dietmar Schacht, der da Michael Preetz mit einem Catchergriff zu Fall bringt. Und so sah es der Schiedsrichter. Für das Foul gab es zwar keine gelbe Karte, dafür aber für die anschließenden verbalen Attacken des Abwehrspielers. Der Strafstoß von Wolfgang Schüler und Jens Lehmanns Einsatz hatte sich schon bezahlt gemacht. Es blieb bei 0:0. Doch nur eine Minute später. Freistoß Hönerbach, Lehmann greift daneben und Preetz mit Problemen in der Chancenauswertung. Probleme hatten auch die Saarbrücker Fans mit der neuen Fahne, die prompt auf dem Kopf stand. In der 42. Minute dann schon eine Auswechslung bei Schalke. Für Dietmar Schacht kam Yves Eigenrauch. Die 45. Minute, alles wähnte sich schon in den Kabinen. Thomas Christel mit einem Schuss aus 14 Metern bezwingt er Jens Lehmann. Das 1:0, die Führung für die Platzherren. Dieses 1:0, natürlich auch der Pausenstand. Es war die letzte Aktion in der ersten Halbzeit. Nach Wiederanpfiff machten die Saarländer dann gleich da weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten, nämlich mit druckvollem Angriffsspiel. Das ist Bernd Eichmann, Pförtner und Thomas Christel. Der Ball knapp vorbei. Die nächste Möglichkeit wieder für die Blau-Schwarzen.
Das ist Christian Pförtner, der zurück auf Eugen Hach. Den Antreiber Mittelfeld und Kopfball Preetz, aber es blieb beim 1:0 für Saarbrücken. Wenig später die dritte hochkarätige Möglichkeit für den ersten FCS. In der Anfangsphase wieder Hach, Christel, der sieht links Michael Nussör. Die Hereingabe auf Christian Pförtner, der für Naslo Jelev ins Spiel kam. Es blieb beim 1:0 für Saarbrücken. Noch einmal der schöne Angriff in der Wiederholung. Dazwischen dann noch einmal die Schalker, sie in dieser Phase stark unter Druck. Das ist Mannschaftskapitän Müller, der sieht Luginger in der Mitte und der versucht es dann einmal aus 20 Metern, aber keine Probleme für Alfred Wahlen. Das war eigentlich die einzig nennenswerte Chance in den ersten 20 Minuten für den Tabellenzweiten. Dann lief der Ball wieder in Richtung von Jens Lehmann. Ecke Höhnerbach. Getümmel vor dem Schalker Tor. Wolfgang Schüler schießt und Thomas Zechel klärt auf der Linie für seinen schon geschlagenen Keeper Jens Lehmann. Bis zur 77. Minute sahen die Schalker aus wie die Verlierer, aber dann Güttler und der Kopfball von Luthi. Er verlängert diese Vorlage von dem Libero Güttler, gibt dem Ball eine andere Richtung. 1:1, der glückliche Ausgleich für die Schalker. In dieser Phase die glücklichere Mannschaft und das Glück blieb ihnen treu bis zum Spielende. Ecke Nussör und Kopfball von Fuhl. Bruce klärt auf der Linie. Auch die letzte Chance gehörte den Saarbrückern. Ecke Pförtner. Unsicherheit bei Lehmann. Und Hach gegen die Latte. Es blieb beim glücklichen Punktgewinn für Schalke 04. Gegen einen ersten FC Saarbrücken, der es versäumte, heute durch einen klaren Sieg mit den Schalkern in der Tabelle gleichzuziehen. Das war's aus dem Ludwigspark. Zurück nach Köln. Was heißt denn hier glücklich? Einmal an die Latte und ansonsten alles klar geklärt. Ne? Dafür stehen die auf der Linie. Ja, da waren ein paar Namen dabei von denen, die heute nicht da sind. Atze Zechel zum Beispiel war total begeistert, wollte unbedingt kommen, aber dann ist seine Mutter gestorben und deshalb muss er zum Vater nach Berlin und dem da helfen und lässt alle grüßen, genau wie Günther Güttler, genau wie Jürgen Luginger, der im Urlaub ist, das vorher schon gebucht hatte, auch gesagt hat, so ein Mist. Ja, Sascha Borodjuk war noch bis vor 5 Tagen, sah das ganz gut aus. Da musste aber doch leider absagen. Was haben wir noch? Mathis Herget hat sich heute Morgen gemeldet, dass es nicht ging. Jörg Mielers ist auf der Autobahn hierhin, hat eine Reifenpanne gehabt im Unwetter und ist dann vom ADAC abgeschleppt worden. Hat sich geschafft. Und dann hat sich auch noch heute Andi Müller gemeldet mit so einer total fadenscheinigen Ausrede. Ja, Manager von Rapid Wien. Er hätte gestern Abend den Cheftrainer rausgeschmissen und müsste jetzt heute für einen neuen sorgen und könnte deshalb nicht kommen. Okay, hörte sich bis dahin ganz gut an. Dann hörst du aber, wer der Neue ist. Mike Büskens. Ja, da hätte er wunderbar hier hinkommen können, mit dem hier den Vertrag machen. Hätten wir noch alle applaudiert, ein schönes Foto gemacht. Also, ne? Kann ich nicht akzeptieren, die Ausrede. Ja, alle die, denen werden wir natürlich ein schönes Foto noch schicken von diesem Abend und ihnen erzählen, was sie verpasst haben. Und wir holen jetzt das nächste Trio hier nach oben und bitten dann, Peter, um deine Einschätzung. Egon Flath, Günter Schlipper und Thorsten Wörsdörfer, bitte. Ja, wieder einmal wird es natürlich verdammt schwer werden, hier einen angemessenen Text auszusprechen. Jetzt nicht inhaltlich, aussagetechnisch, sondern eben von der Länge her, weil... Da sitzen 3 Personen da, abendfüllende Programme. Thorsten, der kürzeste Programm, tut mir leid für dich. Aber es war so einer der größten Nachwuchsspieler im deutschen Fußball von uns. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnern kann, bei Bayer Leverkusen. Bei Bayer Leverkusen aus dem Jugendbereich. Dann bist du gewechselt, warst irgendwann bei Bayer München gespielt. Und als höchst talentierter offensiver Mittelfeldspieler zu uns gekommen. Du hast ja Pech gehabt, nicht lange mit mir zusammengearbeitet zu haben. Habe ich gut gesagt, ne?
Ansonsten weiß ich nicht, wie viele Länderspiele du gemacht hättest. Das hat dich ganz hingehauen. Wir hatten keinen Einfluss mehr. Mir tut's leid, mir tut's leid. Ich weiß nur, die Kürze der Zeit, die wir miteinander verbracht haben, war für mich dahingehend wichtig, dass du dich menschlich auf eine unglaubliche Art und Weise, trotz der Frustration, die du hattest, auch mir gegenüber präsentiert hast. Das war einfach toll. Und das sind so ein paar Geschichten von Spielern, die nicht den größten Background hatten und nicht die größte Geschichte zu erzählen haben, ja, aber trotzdem den größten Eindruck hinterlassen haben. Danke dafür. Jetzt kommt ja die differenzierte Angelegenheit mit Egon Flath. Man soll ja nie, vor allen Dingen, ja, in der Vergangenheit kann man schon darüber sprechen, aber man soll zu dem Zeitpunkt, in dem es geschieht, ja nicht darüber sprechen als Trainer, Wunschkandidat und Wunschspieler und so weiter, aber bei Egon Flath war es eben der Fall und das war auch einer der Punkte, die ich damals Günter Eichberg und Helmut Kremers gesagt habe, auch da einen Fehler gemacht, im Nachhinein für den Verein war es richtig, für mich war es falsch, also Egon, ich kriege noch ein paar Mark von dir. Ich habe gesagt, Egon Flath muss kommen, damals von St. Pauli. Wir brauchten unbedingt hinten links einen Mann, der hinter Ingo Anderbrügge in die Seite zumacht, klar macht, dass Ingo seine Fertigkeit nach vorne ausbringen kann und einen Spieler, der auf der linken Seite in der Viererkette oder in der Dreierkette, damals wurde er mit Ausputzer noch anders gespielt, eine Wertigkeit darstellt, der vor allen Dingen vom Persönlichkeitsmerkmalen her diese Mannschaft mitprägen kann. Na gut, der ist dann gekommen, in einer ganz eigenartigen Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe meiner Frau vorgeschwärmt von diesem Egon Flath. Ich konnte es ja machen, weil ich eine gute Ehe habe oder hatte damals schon. Ganz toller Typ und ein Typ, auf den man sich verlassen kann. Ein knallharter Junge. Und wenn es richtig eng wird, ist es einer, auf den kann man sich verlassen. Egon Flath, ich wollte damals, wird ein bisschen länger, Entschuldigung. Ich wollte damals in der Nähe des Maritims mit meiner Familie. Und Egon Flath war gerade, noch keine richtige Hütte, auf Schalke gefunden, interniert ins Maritim und da war irgendein Europapokalabend und sag, Egon, du, bevor du da alleine rumhängst, Familienzugehörigkeit und Anbindung ist nicht schlecht, guck doch bei uns Fußball. Gut, Egon Flath kam an, wunderbar gekleidet, ein überragendes Auftreten, klingelte an die Tür, Auftreten war vorher schon gut, ich machte die Tür auf, meine Frau stand daneben, Egon Flath hatte ein blaues Auge. Das passte gut, fand ich überragend. Ich habe ja gesagt, da haben wir einen Killer verpflichtet. Und Egon Flath stellte sich vor, guten Abend, Frau Neuruhr. Darf ich Ihnen die Blume überreichen? Ich denke, ach du Scheiße, was ist das denn? Ich kann er nicht warten. Also der sympathischste Mensch, der totale Frauentyp. Ich war aber nochmal glücklich verheiratet. Egon war auch glücklich verheiratet. Stellen Sie sich vor, das war mein neuer Killer. Na gut, so weit, so gut. Ich habe ihn trotzdem bekommen, er hat überragende Leistung gemacht, aber der kurioseste Platzverweis, der größte Trainerfehler, sagt man im Nachhinein aller Zeiten, war natürlich auch Egon Flath. Wir spielten in einem legendären Spiel gegen Preußen Münster. Weiß heute kaum noch einer, wer er ist. Ausverkauftes Preußenstadion, wir haben so schwindelig gespielt, wie es unsere Art war. Egon Flath, dieser Fußballpazifist, stand hinten links und hat überhaupt nicht zugetreten. Und irgendwann, ja gut, war es eben so und die gelbe Karte kam. Also leckt mich am Arsch, Egon, jetzt schon gelb, dann kann ich wahr sein. Dann haben wir ein Nachwuchsspiel auf der linken Seite von Schwarz-Weiß Essen kommen. Werner Ruthmann, ein super Junge. Sag ich, Werner, lauf dich warm. Ich glaube, ich bin Zeit, Egon, sieh zu, dass du klarkommst. Ja, er lief sich warm. Und er war schon im Begriff, langsam einzutrollen, langsam einzulaufen. Wunderbar, wir führten noch mit Schalke 04. Stimmung war hervorragend. Direkt vor der Trainerbank meinte Egon Flath, beim zweiten Mal zutreten zu müssen. Und bevor ich diesen armen Jungen von Schwarz-Weiß Essen einwechseln konnte, für den gelb gefährdeten oder rot gefährdeten Egon Flath, klatsch, glaub's rot. Wir sind rausgeflogen, wir haben das Spiel übrigens auch verloren, der Trainer war das Arschloch. Und Egon Flath hat ihn am liebsten wieder zurück nach St. Pauli geschickt. Aber zwei Minuten später habe ich die Wertigkeit vom Egon erkannt. Danach hat er mich genau wie Günter Schlipper des Öfteren gerettet. Möchtest du etwas erwidern? Ich wollte mich eigentlich mal zwischenmelden. Ihr kennt ja Peter. Es war vieles hat gestimmt. Bei vielen. Die Blumen? Die Blumen, das war richtig. Es war so, dass ich kam ja später dann von St. Pauli damals aus der ersten Liga zu Schalke. Es war so, dass das war im Oktober 89. Also nicht nur die Wende, sondern war ja auch dann die Wende hier. Kam ich dann
Naja, das ist nur Spaß beiseite. Also, ich kam wirklich im Oktober 89 dann auf zu Schalke. Und es war so, dass ich im Maritim wohnte. Und es war ein Fußballabend. Und Peter hat mich freundlicherweise dann zu sich nach Hause eingeladen. Und ja, auf, so bin ich das halt. Das blaue Auge also, kommt zur Sache. Nee, das blaue Auge, das war von wem? Anders. Das blaue Auge war dann später. Da war ich in Braunschweig, hatten wir ein Spiel. Da bin ich mit Gehirnerschütterung ausgewechselt worden. Und das blaue Auge hatte ich, aber mit den blauen Augen kam ich nicht. Aber mit den Blumen kam ich damals. Also ich weiß. Kann man das, jetzt mal wechseln, blaue ja, Augen. Ja, 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 das war ja. Schon. Ja. Aber wahrscheinlich hat seine Frau so gestrahlt, dass er gedacht hat, er haut dir jetzt ein und hat das schon. Ja, aber. Aber wir müssen auch noch zwei, drei Worte, 7 bis 8, über Schlippinio verlieren. Ja, Schlippinio. Das ist einer der wenigen Spieler, auf die ich den wenigsten Einfluss hatte. Schlippi war schon da. Schlippi war schon da. Auf Schalke, als ich gekommen bin. Schlippi gehörte zu den Spielern, die da mit uns zusammen den unglaublichen Klassenerhalt geschafft haben. Und Schlippi, das wusste er gar nicht zu dem damaligen Zeitpunkt, war derjenige, der mir den Eintritt geschafft hat und verschafft hat in die Sphäre des Cheftrainer-Daseins. Schlippi spielte damals für Rot-Weiß Oberhausen und ich war Co-Trainer von Horst Robesch bei Rot-Weiß Essen. Jürgen, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, dann spielten wir ein Lokalderby, damals ausverkauftes Haus in Oberhausen und Schlippi führte uns vor, das war einfach sensationell. Und es geschieht ja irgendwo immer, geschehen ja immer so irgendwelche Geschichten und die eine kennt ihr wahrscheinlich, es wurde immer davon gesprochen, Jürgen, du kannst dich erinnern, aber es wurde davon gesprochen, der erste Trainer, der in der Halbzeitpause beurlaubt wurde, wer war das? Toni Schumacher. Toni Schumacher im Spiel Fortuna Köln gegen Waldhof Mannheim. Ja? Schenk Löhring hat den Toni Schumacher rausgeschmissen mit den Worten, du hast ja nichts mehr zu sagen, du Wichser. Das war so. Der Zeitpunkt der Bekanntgabe war allerdings falsch, denn, wie du dich erinnern kannst, Horst Rubesch ist auf eine andere, stilvollere Art, auch in dieser Halbzeitpause als Schlippi und Schwindlig gespielt hat, schon beurlaubt worden, nur man hat ihn weiter auf der Bank gelassen. Ich durfte also neben Horst weiter sitzen. Horst war eigentlich schon vom Herrn Bimmermann beurlaubt, ein guter Freund von ihm, vom Horst Rubesch, beurlaubt. Und diese Beurlaubung wurde aber nach dem Spiel gegen Rot-Weiß Oberhausen erst ausgesprochen. Und da hat Horst Rubesch mir geholfen. Ich wollte mitgehen, ich war ja nur der Co-Trainer. Er hat mir geholfen, dahingehend, dass er gesagt hat, wir haben die Mannschaft damals selbst zusammengestellt. Und du wirst mein Nachfolger. Ich bin Nachfolger geworden und Günter Schlipper hat mich also zum Cheftrainer bei Rot-Weiß Essen geschossen. Das war natürlich der Anfang einer großen Karriere für Günter Schlipper. Auch noch. Und dann hat Schlippi mich, ja, dieses legendäre Spiel, da spielten wir, für uns war ja jedes Spiel wahnsinnig wichtig in Bayreuth. Und da hatten die Bayreuther in der Mannschaft einen überragenden Fußballer, einen Zehner, einen typischen Zehner, der spielte eine große Rolle in der Planung von Bayern München. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der hatte nur ein großes Problem. Der saß mit dem Mannschaftsbus ankommend hinten im Bus und strickte. Ich weiß nicht, ob der Schlippi das mitbekommen hat, aber er wusste auf jeden Fall, dass dieser Spieler ein exorbitant guter Fußballer war. Und Schlippi hat in diesem Spiel, was für uns ja existenziell war, einen Zweikampf mit diesem Vogel gehabt und den hat fortwährend fußballerischer Art beschritten. Ich weiß nicht, wie oft er den Ball durch die Schleuse gespielt hat, wie viele Ballschüsse er gekriegt hat, aber irgendwann mal, meinte Schlippi dazu, anderen Mitteln greifen zu müssen, die nicht die seinigen waren. Sprich, er hat mal zugelangt und eine rote Karte bekommen. Daraufhin war ich natürlich sauer ohne Ende. In der entscheidenden Phase um den Klassenerhalt fliegt Schlippi runter. Aber dann kamen Spiele, da hat Schlippi wirklich so grandios aufgezogen. Und in einem dieser Spiele kam er an und sagte zu mir, Trainer, das war jetzt aber das letzte Mal, dass ich gerettet habe. Weil immer wenn ich gerade so ins Wackeln geriet, hat Schlippi wieder überragende Leistungen gebracht. Dankeschön dafür, Schlippi. Gerne. Also wenn er gerade zu Egon sagt, ich kriege noch ein paar Mark von dir, ne, könnt ihr dann nachher verhandeln, ne? Du und Peter. Ja, Jungs, dieser Mann, zu dem ihr eine besondere Beziehung hattet, offensichtlich wurde entlassen. Zweiter Punkt gleich mit dem ersten. Ist ja recht ungewöhnlich. Wie hat die Mannschaft denn darauf reagiert? Ja, ich denke mal, dass die Mannschaft genauso geschockt war wie der Peter auch. Also war unverständlich. Das hat natürlich erst mal ein paar Tage gedauert, bis wir das verdaut hatten. Aber es ist im Fußball halt so, obwohl es ungewöhnlich war, dass man als Tabellenzweiter war, mir glaube ich damals.
Und das näher ran jetzt. Hallo. Also singen wir erstmal. Wir singen jetzt erstmal was zusammen. Nein, aber es war da schon außergewöhnlich als Tabellenzweiter, dass da ein Trainer beurlaubt wurde, zumal Peter ja hier einiges geleistet hatte. Brauchen wir ja nicht mehr, oder haben wir ja jetzt lang genug drüber gesprochen. Von den nicht ab. Also ich jetzt generell nicht den Peter. Also der Nicht-Abstieg und war auch sensationell alles gewesen. Und wie gesagt, war für uns auch ein Schock und unverständlich. Aber wie gesagt, dann ging es natürlich auch weiter mit Fischer und Kremers nachher, Ristic. Aber ich muss jetzt Peter natürlich auch mal ein Riesenkompliment in erster Linie aber als Mensch machen. Also er war auch Autoritätsperson, aber er war auch ein super Mensch und hat alle Spieler gleich behandelt. Und er war auch Kumpel, aber auch gleichzeitig ein autoritärer Trainer. Und das wollte ich dem Peter auch heute mal sagen. Wir waren ja schon mal oft zusammen, aber ich muss ja auch dieses ganze Lob, aber ich muss ja auch mal was wieder zurückschieben. Egon, diese Übergangszeit dann bis Weihnachten war es ja mit Klaus und Helmut. Das waren 5 Spiele, 4-mal in der Meisterschaft, einmal im Pokal, 1 gewonnen am Anfang, danach unentschieden und Auswärtsniederlage in Bremen im Pokal. Also hat nicht dazu geführt, dass jetzt irgendwas besonders funktioniert hätte. Wie seid ihr in die kurze Winterpause gegangen? Habt ihr erst die Befürchtungen gehabt, die vorher vorgeschoben waren bei seiner Entlassung? Die es vorher gar nicht gab. In dem Augenblick, wo er rausgeschmissen wurde, war die ganze Mannschaft voll der Überzeugung, wir steigen auf. Ja, es sind 25 Jahre her, aber... Also es war für uns alle ein Schock, ganz klar. Und wir haben die Welt nicht mehr verstanden damals. Und aber es klingt zwar abgedroschen, aber es musste dann auch weitergehen. Und also war dann die Vorbereitung. Und wir haben dann Peter gefragt, aber das ist nur so, wenn es was zu feiern gibt, Peter, oder du bist bei uns oder später. Ja, Peter war der Initiator oder war eigentlich der Vater des Erfolges dann. Ja. Aber dann kam noch einer, der meinte, er wäre der Großvater des Erfolges, nämlich Alex Ristic. Ja, der kommt also nach der Winterpause, hat sein erstes Spiel in Braunschweig, ne, und stellt auf Luinger statt Güttler als Libero, Schacht im Mittelfeld, wenn das stimmt. Ja? Hast du jemals da... Also auf Schalke nicht, da warst du immer nur Verteidiger, ne? Er sagt, seit dem Braunschweig-Spiel war er dann wirklich nur noch ganz hinten. Alles Mögliche umgestellt und dann nimmt er auch noch in der 20. Minute Günther Schlipper vom Platz. Verletzt? Sonst wächst man den Günther ja nicht aus, wenn er nicht verletzt ist, ja, also bitte. Ach so, ich hatte gedacht, bei Ristic wäre man auch schon mal darauf gefasst, dass er sowas macht, weil er 2 Meter zu wenig gelaufen ist in den ersten 20 Minuten. Aber er hat ja dann Thorsten Wörsdörfer gebracht. Ja, deshalb springe ich ja dieses Spiel so besonders an. Und der macht das goldene Tor. Also hat der alte Mann wieder alles richtig gemacht in seinem ersten Spiel für Schalke. 83. Minute, 1-0, das goldene Tor dann in dem Spiel. Es war arschkalt. Ja, wir haben gefroren ohne Ende. Ich glaube, du hast nichts davon mitgekriegt. Ja, weniger, weil ich in der Halbzeit so einen Einlauf bekommen habe vom Trainer, weil ich so schlecht war. Die ersten 20 Minuten hatten eine Einwechslung. Wir hatten eben das Thema mit dem Günther, weil ich gesagt habe, nach den 20 Minuten kann ich mir meine Papiere vorne wieder an der Geschäftsstelle abholen. Aber der Alexander hat nochmal Gnade vor Rechter gehen lassen und für mich dann zum Glück. Und leider war der Günther halt im Spiel dann verletzt und hat mir Platz gemacht. Und es war eine schöne Stunde, waren ein paar schöne Tage auch danach, aber wie man sieht... war es ein wichtiger Punktsieg für uns, aber wichtig war, dass wir aufgestiegen sind und für mich war auch wichtig, von den beiden, die habe ich viel gelernt, nicht nur im Fußball, auch fürs Leben, ja. Das muss man auch sagen, in dem halben Jahr, wo ich hier war und ich kenne nur noch einen, der schlechter verlieren kann beim Backgammon wie der Günther, das ist der Jens Lehmann, aber der ist ja zum Glück nicht da. Was hast du sonst noch so fürs Leben gelernt von gerade diesen beiden Haudegen? Jetzt gar nicht sagen. Nee, das sind Dinge, die muss man so, sind für sich und sind auch wichtig im Leben. Aber ich habe von den beiden viel gelernt und habe leider nur ein paar Wochen unter dem Peter gearbeitet. Die Mannschaft war sehr geschockt, das habe ich noch nie erlebt. Ich war nicht ganz so nah dran, weil ich das paar Wochen da war. Also so ein Schockstarter wie die ersten Stunden nach der Entlassung, das war schon eine besondere Situation. Dafür haben wir aber anschließend den Aufstieg dann entsprechend noch gefeiert.
Ja, du warst aber 12 Mal dabei oder bist 12 Mal eingesetzt worden und der totale Glücksbringer. Ne? 12 Spiele, keine Niederlage. Weißt du gar nicht mehr? 8 Siege, 4 Unentschieden, hört sich doch gut an. Hört sich gut an, aber der Trainer war immer der Meinung, ist auch gut so, habe ich auch viel gelernt von ihm als Trainer. Auch von Rüstig kann man viel lernen. Junge, bist du guter 12. Mann, kann ich immer einwechseln, wann ich will. Ist auch okay, ist auch eine Taktik. Ja. Auf jeden Fall besser als zu Yves Eigenrauch, ne? Ja, beim Yves, muss ich sagen, war ich ja ab und zu im Zimmer. Man hat immer nur Angst, damals gab es noch nicht überall Rauchmelder, da war das schon so eine besondere Sache manchmal mit Yves. Ja. Ich dachte jetzt eher an die ungefähr 367 Mal auf dem Trainingsplatz, wenn der Yves sich wieder genommen hat und gesagt hat, Yves, Junge, kannst du kein Fußball spielen, such dir was anderes. Und das mit einem Jungen wie Yves, ne, der also dann sich das sehr zu Herzen genommen hat. Das war schon die harte Variante, die er gegangen ist. Ne? Auf der anderen Seite war er auch offen und ehrlich, hat den Leuten nicht, also es gibt ja viele Trainer, die stellen während der Woche schon mal 14 auf und sind dann samstags überrascht, dass sie doch noch auf 11 aufstellen dürfen. Von daher war er da immer offen und ehrlich und hat auch die klaren Worte gefunden, also das, er war nicht umsonst auch viel erfolgreich in der Bundesliga. Ja, Peter hat gerade gesagt, so ein bisschen, ja, dann hast du bei Leverkusen in der Jugend gespielt, du bist deutscher A-Jugendmeister geworden mit Bayer Leverkusen. Und dann über Bayern München, wo du auch 2-mal eingesetzt wurde oder im Kader warst bei den Profis. Gut, der Peter hat es ja eben schon angesprochen, hat ja öfters den Manager kritisiert, der damals hier war, der hat mit mir so eine Art Schubladenvertrag gemacht, deswegen bin ich überhaupt erst nach Bayern München noch gewechselt. Und deswegen bin ich erst später hier hingekommen und habe dann dort erst im Profikader trainiert. Und mich dann leider verletzt und bin dann zum Glück auch noch hier gekommen. Wäre vielleicht auch besser hier geblieben, aber wie hat der PD eben so schön gesagt, man macht Fehler im Leben. Manche muss man so nehmen, wie sie sind. Ja, du bist zum Aufsteiger, Mitaufsteiger Stuttgarter Kickers gegangen. Dann, also du hättest mit Schalke in die erste Liga gehen können und bist dann mit denen in die erste Liga gegangen. Was hat dir den Ausschlag gegeben? Na gut, ich war damals immer ein guter 12. Mann und dann wurde der Kader ja auch entsprechend gut ergänzt mit Spielern wie Steffen Freund, Andi Herzog, Ben Christensen, Sascha Yusufi, um nur so ein paar zu nennen. Und da habe ich gedacht, da wird es so für so eine kleine Nummer wie dich hier ein bisschen eng. Wechselst du den Verein, Rainer Zobel machte damals einen guten Eindruck auf mich, auf der Verein auch. In Stuttgart ist es auch ganz schön. Und deswegen habe ich den Schritt gemacht. Und ist halt so, manche Dinge bereut man, manche kann man auch nicht mehr verändern. Du hast immerhin 24 Mal oder was in der ersten Liga gespielt, dann in der Saison drauf. Warst ganz lange bei den Sportfreunden Eisbachtal. Hast du jetzt noch mit Fußball zu tun? Warst du schon mal hier in der Arena oder... Ja, manchmal kommt man 20 Jahre irgendwo hin. Am Samstag war ich noch hier auf der Arena auf Schalke, war es beim Länderspiel hier. Das hat mich ganz interessiert. Fahre öfters noch nach Leverkusen, habe jahrelang noch in der Oberliga Trainer und Spielertrainer gemacht. Jetzt habe ich leider gesundheitlich Probleme. Jetzt habe ich leider ist mir das Bein begradigt worden. Der Günther würde sagen, 30 Jahre zu spät, hätte man was draus machen können aus dem Moment. Bin da schon ein bisschen Rentner, arbeite zwar jetzt in der Kosmetikbranche als Betriebs- und Verkaufsleiter, mache Fußball nebenher, trainiere nächstes Jahr eine Verbandsligamannschaft Dittkirchen in Hessen und Fußball ist immer noch mein Leben irgendwo, fahre gerne hin und gucke, aber nicht der ganz große Fußball, sondern muss auch gucken, gibt ja noch berufliche Dinge, wenn man nicht den ganz großen Fußball macht und früher ist noch nicht ganz so viel Geld verdient worden wie heute, wobei ich den gönne. Ich bin jetzt nicht der Wagner von Darmstadt 98, ja. Von daher habe ich meinen Lebensweg beschritten und das ist auch gut so. Jo, Thorsten Wörsdörfer. Egon, deutscher A-Jugendmeister, da war doch was. Du auch, mit dem VfB Stuttgart 1981. Gegen wen? Gegen Schalke. Ja, lang ist's her. Ja, 4-0 mit einem gewissen Andreas Müller. Andi Müller, ja. Mit Andi Müller hatte ich damals in der A-Jugend, ja, oder beim VfB Stuttgart gespielt. Wir sind dann anschließend zu den Profis gekommen und hatten uns dann, oder unsere Wege haben sich dann wieder hier auf Schalke gekreuzt, dann 89. Ja, in der Schalke-A-Jugend damals Volker Brandschick, Michael Opitz, ne, solche ja. Jungs. Aber denen habt ihr den ganz großen Triumph nicht gegönnt. Trotzdem haben wir dich verpflichtet. Ist das nicht toll? Ja, ich meine... Wusste gar keiner hier. Das wusste keiner hier. Schlippi, jo. Du und der Ball, war eine schöne Beziehung. Was war mit den anderen, die auch den Ball haben wollen? Ich denke mal, Siggi und Gerard, die wissen das ja jetzt, der Gerard und Siggi oder auch und Peter sind ja auch bei der Traditionsmannschaft dabei, so wie ich auch. Und dann hat der Olaf Thon vor kurzem zu mir gesagt, hör mal, der Klaus Fichtel, der hat zu mir gesagt, dass der Günther
auf mich hört und jetzt immer den Ball sofort spielt, das hätte ich nie geglaubt. Da habe ich dann zu dem Olaf gesagt, sag ihm aber bitte, dass ich nicht mehr laufen kann. Deshalb würde ich den Ball in Hand nehmen. Aber ist alles gut soweit. Wobei ein-, zweimal pro Halbzeit holst du noch ein Solo raus über drei Stationen. Früher waren es 10, aber... Es wird immer weniger. Aber man sieht es aufblitzen und es gibt ja genug Tore, die wir von dir im Kopf haben, ne? Du hast das böse Wort gesagt, aber wir wissen alle, bei dem 2-0-Sieg damals schön in die richtige Kurve gegrüßt, ne? Zu den Schwachgelben. Ein Highlight. Ja, damals sind wir jetzt in der Phase, wo Alex Ristić Trainer geworden ist und dann so ein Typ wie du. Ich kann mir das jetzt nicht so richtig vorstellen, wie ihr beiden Blutsbrüderschaft oder wie war's? Du und der Alex. Ja, ich denke mal, Alex war immer der Meinung, also oder mich nie loben zu wollen, oder er meinte immer, wenn er mich einmal loben würde oder ich würde ein gutes Spiel machen, würde ich gleich wieder drei schlechte machen. So hat er es dann immer zu mir gesagt und hat gesagt, immer, also Zauberer darfst du nie loben, dann er hat drei Spiele keine Lust mehr. Also das war immer so, aber ich habe mit dem Mann eigentlich keine, oder mit dem Trainer keine Probleme gehabt. Menschlich war er einfach ein bisschen anders, aber Sigi hat ja schon das Richtige gesagt. Ich denke mal, das hatte auch etwas mit dem Jugoslawienkrieg damals zu tun. Ich habe ihn ja dann auch noch in Oberhausen getroffen, als Sigi da gespielt hat. Da war er auch ein anderer Mensch. Ich glaube, es war einfach vielleicht auch der falsche Zeitpunkt damals für uns jetzt, den Mann so als Trainer kennenzulernen, der so ein bisschen, ja, unlustig, ich weiß nicht, wie ich diesen Mann erklären soll, unlustig oder frustriert oder wie auch immer, also... Er hat einfach eine schlechte Stimmung gemacht, so, oder eine schlechte Stimmung so auf die Mannschaft ausgetragen. Aber auf dem Platz, guter Taktiker, gutes Training, war alles okay. Aber wie Gerard schon sagte, wenn ich mir jetzt vorstellen würde mit Peter, wir wären aufgestiegen mit Peter, also ich weiß gar nicht, wann wir da ins Bett gekommen wären, aber da war die Feier nach zwei Stunden mit dem Alex erledigt. Nur ich denke mal, Alex ist jetzt nicht hier und man sollte jetzt auch nicht zu schlecht über den Alex sprechen. Ich denke einfach mal, es war damals der falsche Zeitpunkt, war alles ein bisschen unglücklich mit dem Jugoslawienkrieg auch. Ja, dass ein guter Fachmann ist, überhaupt keine Frage. Ja. Genau den richtigen Anlass gefunden. Alex ist nicht hier, von daher sollte man keine negativen Dinge erzählen. Man sollte eins nur unter Beweis stellen und mal rausstellen. Alex Ristić hat diese Mannschaft, diese hervorragende Mannschaft, zum Aufstieg geführt. Er war dabei. Er war maßgeblich beteiligt und Alex hat das weitergeführt von mir aus, was wir uns alle im Vorfeld gedacht haben, mit dieser Mannschaft, die wir zusammengestellt haben. Alex Ristić hat das, was man hier als Ziel ausgegeben hat, auf welche Art und Weise auch immer, das muss kein Mensch kommentieren, erreicht. Und das war erfolgreich, das war klasse, das war gut für Schalke 04. Von daher müssen wir Alex Ristić danken, dass er diese Dinge so durchgeführt hat. Die Art und Weise muss man nicht kommentieren. Der Eindruck wäre auch falsch, dass wir da was Böses wollen. Das ist einfach nur zur Unterscheidung gewisser, wie soll ich sagen, des Verhältnisses zwischen dir und der Mannschaft und dem anderen dann. Aber am Ende habt ihr beide Erfolg gehabt. Du warst Zweiter, er war am Ende sogar Erster, ne? Mit ein bisschen Vorsprung. Übrigens noch gar nicht drüber gesprochen worden. Es war ja immer so getan worden, als ob jetzt dieses Spiel gegen Fortuna Köln ein Sieg, ja, als ob das den Aufstieg gebracht hätte. Es war ja vollkommen kurios. Ihr seid ja am Tag vorher schon aufgestiegen. Stuttgarter Kickers spielt gegen Mainz 05 mit einem gewissen Jürgen Klopp. Müssen wir dem jetzt dankbar sein dafür sogar noch? 1-1. Und durch dieses Unentschieden war Schalke schon aufgestiegen. Das war schon klar. Die hätten die letzten drei Spiele, Fortuna Köln und die beiden Spiele danach, verlieren können. Ne? Wie war denn die Szenerie zu diesem Aufstieg? Wo wart ihr da, als Stuttgarter Kickers das nicht geschafft haben zu gewinnen? Also wir haben das Spiel damals, das weiß ich noch, live im Radio. Wir waren also auf dem Weg zum Trainingslager und haben das Spiel dann haben das live mitbekommen, dass Stuttgarter Kickers 1-1, glaube ich, gespielt hatte damals. Und dadurch waren wir ja zumindest Zweiter und aufgestiegen. Dann hatten wir auch nur auch einen netten Abend, haben gegessen zusammen. Und dann hat Alexander Ristić 20 Flaschen Moët Chandon kommen lassen. Hat dann 20 Gläser oder 25 Gläser dazu. Der Kellner kam, hat die Flaschen geöffnet, alle hat eingekippt. Dann hat Alex Prost gesagt, haben wir angeprost, dann hat den Kellner gerufen, hat gesagt, alles wieder wegräumen, morgen ist wieder Spiel. Das war dann
Ja, die erste Feier, die erste Feier. So haben wir das dann also mitbekommen, dass wir aufgestiegen waren. So krachend quasi. Aber er wollte natürlich auch noch die Luft haben und das Spiel dann auch zu gewinnen, damit es diese Party geben konnte, ne, von der wir die Bilder gesehen haben, wo alle wieder auf dem Platz gestanden haben und Menschen, die kein Trikot anhatten oder jedenfalls kein offizielles, Bälle an Pfosten geschossen haben. Vielen Dank, Thorsten Wörsdörfer, Egon Flath und Günter Schlipper. So, und jetzt kommen zwei, die den längsten Teil ihres Fußballerlebens diesem, unserem Verein gewidmet haben. Ja, einmal 11 Jahre, einmal 10 Jahre beim S04. Ingo Anderbrügge und Magic Prus. Er raunt mir gerade so zu, 11,5. Okay. Ja, aber das bezeichnet, gerade für Ingo Anderbrügge, ist das bezeichnet, dass er jetzt die Sache korrigiert. Und zwar nach oben hin korrigiert, 11,5. Das hat eine Menge zu bedeuten, denn Ingo war eigentlich der erste Spieler, der es geschafft hat, sich in die Herzen der Schalke-Fans zu spielen, obwohl, unterstrichen nochmal, obwohl er eine schwarz-gelbe Vergangenheit hatte. In dieser Form hat es noch keiner geschafft. Und ich kann mich daran erinnern, ich war ja in der glücklichen Lage in meiner ersten Phase bei Schalke 04, in dem ersten Jahr, als ich angekommen bin hier bei Schalke 04, in diesem Jahr, über das wir schon gesprochen haben, einen Spieler wie Ingo eben vorgefunden zu haben, der überhaupt assoziativ mit mir keine Verbindung mehr hatte zu Borussia Dortmund. Ich kannte ihn natürlich aus früheren Zeiten, keine Frage, weil ich mich für Fußball interessiert habe, aber für mich war Ingo Anderbrügge zu dem Zeitpunkt damals, als Schalke 04 am schlechtesten überhaupt in der Vereinsgeschichte ging, derjenige, auf den man sich verlassen konnte und musste, der überhaupt keine Dortmunder Vergangenheit hatte, sondern der diese Schalke-Feeling, und so lange warst du damals noch gar nicht dabei auf Schalke, aber total gelebt hat. Und jetzt gehen wir nicht von dem wahnsinnigen linken Fuß aus, von der unglaublichen Schussstärke aus, von der Fähigkeit aus, Spiele zu entscheiden, ob mit Freistößen oder von seinen Angriffen über die linke Seite initiiert, sondern eben nur von der Art und Weise, wie er es vorgetragen hat. Er war Schalker schlecht weg. Und wenn du dann sagst, Ingo, 11,5 Jahre, das korrigierst, ich habe dir die Dortmunder Vergangenheit total gestrichen. Und das war ja jetzt so 11,5 Jahre aktiv als Fußballer. Denn wenn wir bis heute durchrechnen, sind es dann ja 36,5. Ja, ich bin im Winter nochmal zu den Sportfreunden Siegen. Deswegen dieses halbe Jahr, das 12. habe ich nicht voll bekommen. Ja, und mit der Zeit jetzt im Nachgang sind es natürlich ein paar Jahre mehr. Und da ist man auch sehr froh, jetzt weiterhin für den Club noch unterwegs zu sein. Aber auch solche Abende zu erleben, das ist einfach fantastisch. Auch wir können nicht alle Bilder und alle Anekdoten behalten. Ab und zu kommt mal was wieder zurück und das ist einfach toll, Spieler wieder aus der Vergangenheit zu erleben, weil das ist einfach eine tolle Zeit gewesen, unsere Karriere. Und hier sprechen alle Deutsch, alle sind aus der Region irgendwoher. Und das hat auch unsere Generation ein wenig ausgemacht. Wir haben noch die Chance, miteinander uns zu treffen. Und der Verein sorgt dafür, dass das der Fall sein wird. Und die nächsten Jahre werden die Generation das, glaube ich, nicht mehr so erleben, weil einfach der Fußball zu international geworden ist. Das ist einfach so. Da kommt nicht immer jeder so zusammen. Aber es ist auch nicht jeder Club, der dafür sorgt, dass solche Abende gelebt werden. Und mich freut es immer wieder. Ich hätte beinahe gesagt, in 20 Jahren hole ich Raoul hier persönlich hin zu 25 Jahre Pokalsieg 2011, aber ich weiß nicht, ob das dann noch geht bei mir. Magic. Peter, sag uns was wir noch nicht wissen über diesen Mann. Ihr wisst wahrscheinlich nicht, dass Michael Magic, hat ja einen Hintergrund, warum er Magic genannt wird, von denjenigen, die ihn näher kennen, beziehungsweise diejenigen, die ihn richtig einzuschätzen wissen, ein Fußballer ist, den ich persönlich kennengelernt habe, in dieser Form eigentlich noch nicht ein einziges Mal. Ein äußerst intelligenter Mensch, ein Junge, der sich richtig einzuschätzen weiß, ein Junge, der sich zu 100%, Michael, tut mir leid, wenn ich jetzt gerade von Junge rede, ich vergesse die Vergangenheit, also ein erwachsener Mensch, der sich richtig
zu positionieren weiß, der grundsätzlich immer, aber wirklich immer die Mannschaft in den Vordergrund stellt. Und wenn er seine eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten nur irgendwo mal versucht hat versucht hätte, nach vorne zu bringen, wäre Michael ein Spieler gewesen, der zu dem damaligen Zeitpunkt in der zweiten Liga für Schalke 04 nicht zu halten gewesen wäre. Er wäre Nationalspieler in höchster Form geworden. Aber Michael war immer auf die Mannschaft bedacht und war immer derjenige, der sich total in den Dienst, den sogenannten Scheißspruch eigentlich, denn jeder bringt seine eigenen Fertigkeiten und Fähigkeiten ein, um der Mannschaft, um sich selbst zu helfen, aber er hat sich grundsätzlich immer in den Hintergrund gestellt und ein bisschen mehr große Fresse, ein bisschen mehr abrufen von den unglaublichen Fähigkeiten, die er hatte, fußballerischer Art, hätten ihn zum ganz, 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 ganz großen Nationalspieler gemacht. Aber ist mir lieber ein Michael Pruch so, wie er war, ohne Nationalspielertätigkeit und Dasein, weil er menschlich einfach überragend war. Oder ist, er lebt ja noch, glücklicherweise. Entschuldigung, Michael. Dass du Junge sagst, ist ja auch zu verstehen, weil der hat keinen Gramm Fett mehr als damals, der hat dieselbe Frisur, der hat dasselbe Gesicht, der sieht genauso aus wie vor 25 Jahren, oder? Ja. Ja. Schau, du, sie hat auf der rechten Seite Probleme, also Michael, sieh zu, dass er wieder anfängt. Der Zug ist lange abgefahren, also. Ja, wie sieht es aus mit dir und dem Fußball im Augenblick noch? Ja, ich habe das große Glück, dass ich nach wie vor im Fußball tätig sein kann. Es ist etwas passiert, was ich mir als Spieler nie hätte vorstellen können, denn ich bin Trainer geworden. Und als ich selbst noch aktiv war, habe ich immer gesagt, also Trainer ist mit Sicherheit eine Tätigkeit, die ich niemals machen möchte und machen werde. Aber wie ist das mit sag niemals nie, ne? Das ist dann so gekommen. Warum wolltest du denn nicht? Ja, Peter hat gerade schon so ein bisschen gesagt, so sich in den Vordergrund stellen ist nicht unbedingt meine erste Eigenschaft. Und ich glaube, als Trainer muss man vor der Mannschaft stehen, muss man viel reden, muss man sich austauschen, muss kommunizieren, muss eben auf jeden Einzelnen eingehen. Und das fällt mir nicht immer ganz leicht. Das habe ich relativ früh erkannt. Und trotzdem, ja, hat sich das bei mir dann so gefügt, dass ich die Chance bekommen habe, erst einmal im Nachwuchsbereich als Trainer bei Eintracht Trier damals anzufangen. Und ich hatte viel Spaß an der Sache. Erfolgreich war ich auch noch. Und dadurch kam eben ein anderes Angebot, ein weitergehendes Angebot, auch mal die damals aus der zweiten Liga abgestiegene erste Mannschaft von Eintracht Trier zu übernehmen. Und insofern habe ich mich dann gefreut, dass ich weiter im Fußball bleiben kann, habe dieses Angebot sehr gerne angenommen, aber etwas, was man als junger Trainer dann vielleicht auch macht, man schätzt die Situation nicht gut ein. Das ist mir passiert. Ich habe die Situation in Trier nicht gut eingeschätzt und die Erwartungshaltung, die im Umfeld und im Verein herrschte, konnte man mit dem, was wir an Spielern, an Mannschaft zur Verfügung hatten, nicht erreichen. Und das hat mich dann meinen Job gekostet, sodass ich auch da die Erfahrung machen durfte, die Peter die Schuhe ausgezogen hat, als er gesagt bekommen hat, tja, schön, gut gemacht, aber wir probieren das alles mal ohne dich, weil dann geht es vielleicht noch besser. Das hat man mir eben auch gesagt und dann habe ich zunächst auch ein bisschen durchgehangen, das muss ich ganz ehrlich sagen, habe dann auch überlegt, ob Fußball tatsächlich das Richtige ist, Trainer tatsächlich der richtige Job für mich ist. Aber nachdem ich meine Fußballlehrerlizenz dann gemacht habe, hatte ich die Möglichkeit, bei meinem heutigen Arbeitgeber, dem Schleswig-Holsteinischen Fußballverband, nicht als Trainer an sich, sondern auch als Ausbilder anzufangen und das mache ich nach wie vor sehr, sehr gerne. Ich bin als Verbandssportlehrer im Schleswig-Holsteinischen Fußballverband. Dort bin ich für die Trainerausbildung zuständig und ich führe die Auswahlmannschaften Schleswig-Holsteins und kann insofern auch viel von dem weitergeben, was ich selbst erlebt habe, was ich vielleicht auch hätte erreichen können, wenn ich den Worten von Peter jetzt so richtig Glauben schenken möchte.
Aber genau diese Dinge, die Peter gerade beschrieben hat, vielleicht mal so ein bisschen mehr aus sich rauszugehen, etwas offensiver mit seinen Fähigkeiten umzugehen, das ist es, was ich auch heute vielen jungen Spielern auch mit auf den Weg geben kann, die sich auch oftmals zurückhalten, sich so in den Dienst der Mannschaft stellen, was ja absolut nicht verkehrt ist, aber trotzdem noch mehr auch ihre eigenen Fähigkeiten vielleicht zu präsentieren. Und insofern, ja, habe ich einen tollen Job, der weiterhin im Fußball ist. Und ja, ich freue mich auch immer, wenn ich hierher kommen darf, um mal großen Fußball zu sehen. Aber mein Bereich ist jetzt mehr oder weniger der Amateurfußball, der eben auch unheimlich viele Facetten hat und der letztlich ja auch die Basis für den Profifußball ja legt. Und da bin ich im Moment beschäftigt und ja, versuche weiterhin talentierte Spieler zu entwickeln. Es gibt auch sogar Spieler aus Schleswig-Holstein, die beim FC Schalke spielen. Sag mal, wer ist das? Tor Bupov? Nee, war der Fabian da? Rehse. Fabian Rehse, ja, ja, genau. Ja. die Mama der, kennen wir gut, ja, sagt die Margret. Der ja nicht vor langer Zeit erst seinen Profivertrag unterschrieben hat, ja. Ja, der jetzt ab dem Sommer dann A-Jugendspieler, deutscher Meister geworden und wird jetzt in diesem Sommer dann zu den Profis kommen, Mittelstürmer. Ingo, das ist eine ganz spannende Frage. In der Führung von Mannschaften, wie erlaubt man oder wie bringt man die Spieler dahin, auf der einen Seite das Große und Ganze an Nummer 1 zu setzen, aber eben diesen Ego-Part trotzdem zu bringen, damit alles, was sie können, auf den Platz kommt. Das, was er vielleicht nicht geschafft hat, ne, weil wir alle erinnern uns, die wir ihn am Spielen sehen, unheimlich elegant und aber auch auf dem Platz schon zu freundlich. Ne? Du hast ja keinem weh getan. Ne? Nicht, dass Ingo der große Treter gewesen wäre, aber jetzt, du hast deine Fähigkeiten alle reingebracht und hast dich in Situationen gebracht, um diese Fähigkeiten rüberzubringen. Wie schafft man das? Du warst ja auch Trainer, da die Balance hinzukriegen. Ja gut, jeder Spieler ist natürlich unterschiedlich und so aus seiner Haut herauszukommen, ist natürlich nicht einfach. Da muss man dran arbeiten, über Gespräche. Jetzt hatte, wenn wir uns jetzt gegeneinander vergleichen, mit der Eigenschaft von Michael, hätte ich vielleicht nicht egoistisch den Abschluss gesucht und hätte vielleicht nochmal abgespielt. Wobei, hey, zwei Tore gegen Sanul 5 Saarbrücken. Und du musst natürlich einen guten Mittelweg finden für dich. Du musst versuchen, immer wieder an deinen Schwächen zu arbeiten, natürlich auch an deinen Stärken. Das unterscheidet dann am Ende die ganz großen Fußballer. Viele haben unheimliches Talent, bringen viel mit, aber haben dann das ein oder andere Problem mit ihrem Selbstbewusstsein, vor großer Kulisse zu spielen. Da wird man immer wieder mit denen über solche Dinge reden, aber sie kommen nicht über diesen Punkt hinaus. Ich erinnere an Oliver Held, den wir hier bei uns hatten. Oliver, das war ein unglaublich starker Spieler im Training. Er war schnell, er war zweikampfstark, er hatte einen Riesenschuss. Und wenn er dann mal gespielt hat und hat auf der Außenbahn bei Jörg Berger gespielt und sagt er in der Halbzeit irgendwann mal, ey, der quatscht mich immer voll, ich werde verrückt und das Publikum und wir haben ihn noch aufgemuntert, aber er konnte das nicht, die Trainingsleistung nicht ins Spiel überbringen. Und ja, er wäre sicherlich auch ein Spieler geworden mit viel, viel mehr Bundesligaspielen, wenn er diese Fähigkeiten gehabt hat. Und bei mir war es der rechte Fuß, das Defensivverhalten, vielleicht das Kopfballspiel, ich hatte dann andere Stärken, Michael hatte. Und da kannst du jetzt jeden durchgehen. Und die ganz Großen sind dann nochmal eine Nummer stärker. Die haben dann vielleicht nochmal spezielle Fähigkeiten. Immer wieder dran arbeiten, Vertrauen aufbauen. Das kann man nur jedem dann empfehlen. Aber zum Thema Tore schießen haben wir gerade geflaxt. Ne? Du hattest da ja so ein kleines Problem. Also du hast nie getroffen, aber auch kaum geschossen. Ne? Also richtig? Von so weit hinten. Ne? Das geht auch nicht so gut. Aber dann bist du explodiert. Ja, Saar 05 Saarbrücken haben wir ein Pokalspiel gehabt. Damals gab es noch bei Unentschieden ein Wiederholungsspiel auf des Gegners Platz. Wir haben dort Unentschieden gespielt, was jetzt nicht ganz so toll war. Und dann kamen die hier hin und Magic explodiert. Ja, zwei Tore innerhalb von wie vielen Minuten, weißt du das noch? Nee, weiß ich nicht mehr, aber es ging relativ zügig. Ich glaube so 7., 13., sowas in der Ecke. Und dann gibt es Elfmeter. Und das ganze Parkstadion, 15.000... rief, Magic, Magic, Magic. Und dann macht der Andi Müller dir das kaputt. Ja, einen der schnellsten Hattrick überhaupt, dann von dir. Ja, warst du länger als eine Minute sauer oder warst du gar nicht sauer? Ich,
Wir haben ja gerade schon gehört, ich war überhaupt nicht sauer. Ich hatte gar kein Interesse daran, den Elfmeter zu schießen und einen Hattrick zu erzielen. Das ist der Unterschied zwischen dir und CR7. Ja, Andi Müller war Kapitän und der soll das Ding reinknallen. Also gar kein Problem für mich. Ich kann damit gut leben und ja, ich habe 2 Tore geschossen, bin zufrieden damit. Ich glaube, das charakterisiert dir nochmal ganz, ganz gut. Wir waren nur ein bisschen sauer, als du dann nach Meppen gegangen bist und da innerhalb von 6 Spielen oder was ein Tor geschossen hast. Also da haben wir gesagt, nee, das war jetzt im Punktspiel. Ja, allerdings im Punktspiel. Aber man muss dazu sagen, das war halt zweite Liga. Das ist dann vielleicht auch nicht ganz so hoch einzuschätzen. Obwohl, Tore schießen muss man immer erstmal. Und ich war glücklich, dass mir das auch mal in einem Meisterschaftsspiel dann gelungen ist. Ihr beiden wart ja jetzt noch ein paar Jahre danach da. Das heißt, ihr könnt, und ihr wart schon vorher da, ne? 86 bis 96, du von 88 an. Du hast den ganzen Wahnsinn erlebt auch, ne? Von fast abgestiegen in die Oberliga und wie wir von Peter gehört haben, dann wären wir tot gewesen. Wobei, ich glaube, die Spielvereinigung Erkenschwick und all die schon ihre Jahresetats auf das Spiel gegen Schalke abgestellt haben, die hätten uns irgendwie geholfen, damit es zu diesem Spiel kommt. Dann der Aufstieg, dann danach die Entwicklung, 93 der Bundesliga fast wieder tot. Ja, dass wir da die Lizenz gekriegt haben, da könnte man einen eigenen Abend drüber machen und da würden viele Sachen gesagt, die bisher noch nie gesagt wurden, glaube ich. Wie kannst du die ganze Situation, wie wichtig war der Aufstieg, ja, in der Einordnung für die Entwicklung des Vereins? Ja, es war ja schon ein Jahr zuvor geplant. Wir sind, glaube ich, in der Saison zuvor Fünfter geworden. Haben dann im dritten Jahr wirklich eine super Mannschaft gehabt, die sich immer weiterentwickelt hat. Die Grundlage hat Peter gelegt, das haben wir gerade schon ausführlich auch gesagt. Dann mit Alex Ristić fortgeführt und die Mannschaft war einfach sehr, sehr stark. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Baustein für die Entwicklung des Vereins. 93, 94 haben wir in der Form, ich persönlich, nicht so extrem erlebt, weil von uns wurde vieles abgehalten. Wir wissen, dass es da sicherlich Probleme gab, aber Assauer hat es immer wieder hingekriegt, uns ruhig zu halten. Die Gehälter kamen pünktlich. Ich kann mich daran erinnern, dass es so war, glaube ich zumindest. Ich hoffe bei allen. Und dann natürlich 97. Das war dann der ganz große Sprung. Also das waren so immer ein paar Jahre, 5, 6 Jahre. Dann war 2001 mit dem Pokalsieg. Also das waren Meilensteine für den Verein, die Grundlage auch dann irgendwann hier so eine Arena zu bauen. Und ja, wir alle hier können schon stolz sein, in dieser Zeit dabei gewesen zu sein. Dass ich es dann auch noch bis 2000 erlebt habe, das freut mich wirklich von dem Flutlichtspiel in Soding, wo wir wirklich fast abgestiegen wären nach diesem grandiosen Trainingslager Bad Bertrich. Das war ein Flutlicht. Ich glaube, die haben noch ein paar Autos hingestellt, die hatten Fernlicht an, damit er da hell wurde. Jürgen Lunginger machte ein Tor 3-1, das war wirklich, das gibt es heute gar nicht mehr. Ja, aber das war auch eine schöne Zeit, eine klasse Ära und wir sind Teil dessen. Und es ist ja schön, dass alle das so miterlebt haben, die Generation, die uns hat da rennen sehen und immer noch das Parkstadion als das wirklich wahre Fußballstadion sehen. Trotzdem musste der Verein diese Entwicklung gehen, also 91, 97, 2-1, das waren, glaube ich, entscheidende Jahre für den Club. Also ich glaube, dass der Nichtabstieg aus der zweiten Liga eine ganz große Rolle dabei gespielt hat und dass das die Mannschaft so sehr zusammengeschweißt hat, dass das auch den Grundstein dafür gelegt hat, dann im nächsten Jahr aufzusteigen. Mit dem Punkt dann auch nochmal, dass uns eigentlich unser Trainer weggenommen wurde, zu einem Zeitpunkt, wo überhaupt niemand damit gerechnet hat und wir mit einem neuen Trainer weiterarbeiten mussten und den wir ja dann auch akzeptiert haben und als Mannschaft trotzdem versucht haben, unseren Weg eben weiterzugehen. Ich glaube, dass das den Grundstein gelegt hat, in der zweiten Liga zu bleiben und dann als Mannschaft so zusammengeschweißt gewesen zu sein, dass das eine Entwicklung, wie sie dann vonstatten gegangen ist, überhaupt erst ermöglicht hat. Das ist meine Auffassung dazu. Ja,
Vielen Dank euch. Wir sind jetzt am Punkt, wo wir quasi wieder beim Aufstieg sind. Und es gab dann in der Woche danach, nach dem Spiel gegen Fortuna Köln, einen Versuch vom Südwestdeutschen Rundfunk, warum auch immer die sich da beteiligt haben oder berufen fühlten, einen Beitrag zu machen, der so ein bisschen den Mythos Schalke 04 erklärt, der jetzt wieder in der Bundesliga ist. Und auch hier ist die Anmoderation schon eine dermaßen Krönung, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es gibt zwei, drei Bilder, die sich doppeln mit dem Film, den wir schon gesehen haben, von dem Fortuna Köln-Spiel, aber trotzdem 1A. Film ab, bitte. Hinter Bayern München steht die halbe Isar-Metropole. Hinter dem ersten FC Kaiserslautern steht die Pfalz. Hinter Schalke 04 steht die ganze Bundesrepublik. Viele haben das Phänomen dieses Gelsenkirchener Vorortvereins vergeblich zu ergründen versucht. In dem nun folgenden Sportplatz stellt Ihnen Thomas Brahme den Club nach seinem dritten Aufstieg in die erste Bundesliga vor. Auch er geht dem Geheimnis Schalke nach. Auch er kann es nicht lüften. Aber er verspricht Ihnen viel Atmosphäre, Nachdenkliches und Perspektivliches. Schalke 04. Ein Verein feiert Auferstehung. Schalke wieder in der Bundesliga, da wo dieser Verein hingehört. Was kann man sagen? In der Saison nach dem Abstieg 1987-88, da drohte das Aus des FC Schalke 04 sogar in der Zweitklassigkeit. Da stand man kurz vor dem Absturz in die Amateur-Oberliga. Nun, knapp drei Jahre später, sieht alles ganz anders aus. Der FC Schalke 04 kehrt in die Fußball-Bundesliga zurück. So gesehen kann man sagen, ein Verein feiert Auferstehung. Und dazu wünschen wir den Schalkern wirklich alles Gute und viel, viel Glück. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid wirklich herzlich willkommen in der Bundesliga, denn da gehört Schalke 04 einfach hin. Ich wünsche der Mannschaft alles Gute. Sie haben jetzt eine hervorragende Mannschaft, eine hervorragende Mischung mit einem guten Trainer und da stimmt eigentlich sehr vieles. Aus Ihrem Insiderblick heraus nochmal das Besondere an Schalke, was macht das Phänomen aus? Ja, ich sagte es vorhin schon, die Tradition halt, die Zuschauer und das ist eigentlich schon nur ein Bruchteil von dem, was ganz Schalke beinhaltet. Ja, ist für mich das Höchste, was es gibt. Schalke 04 zu sein. Wer das erlebt hat, ein Verein zum Anfassen, alles lebt mit, alles stirbt mit Schalke. Es ist wie ein wertvolles Gemälde, was in der Familie von Generation zu Generation vererbt wird. Sie sehen ja selber, was hier los ist. Eine Erklärung gibt es eigentlich. Ich weiß es nicht. Ich finde es fantastisch. Lassen wir es doch einfach so. Warum muss man ihm alles erklären können? Es ist so schön, dass man es vielleicht gar nicht erklären kann. Du stehst morgens normalerweise auf, wenn ich in Schalke geboren wurde, ja. Also es ist so, du stehst auf und sagst, ey, es gibt nichts Schöneres, als hier auf Schalke zu gehen. Gut, ich meine, Schalke ist Schalke, ne? Das bleibt immer so, ne? Schalke hat die treuesten Fans der ersten und zweiten Bundesliga. Schalke hat mehr treue Fans wie Borussia Dortmund. Warum?
Warum? Weil Schalke die Fans. Religion ist das, weil, Kirche. Ja, Schalke genau, ist über, der wird genau. Vom Vater auf den Sohn übergeben. Genau. Anders geht es sogar nicht mehr. Vater auf den Sohn, ne? Ich habe 3 Söhne bei. Die Dienst Schalke und bleiben alle Schalker, ne? Von vornherein. Schon heiraten. Ja. Wir hatten auch Bescheid gekriegt von Dr. Wehrmann, der hat mich angerufen. Ja. Und dann haben wir einen Brief gekriegt von Charlie Neumann, da würden wir in die Stadt nicht gehen. Nee. Wir haben uns in Schalke kennengelernt und alles. Und wir wollten da heiraten. Ich hatte davon geträumt, eventuell, wenn ich 65 bin, als Rentner, hier, das war mein Wunsch, nach Gelsenkirchen, Schalke, einmal zu kommen. Heute sind wir hier mit unserem Bus hergefahren. Ich habe mich mit meiner Kamera knipsen lassen, wo ich das Stadion geküsst habe. Ich bin wirklich glücklich, ich hätte es nicht gedacht und ich bin wirklich sehr gerührt davon. Ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Ich bin gerührt. Schalke 04, Liebe im Revier, Junge, da fällt dich nichts mehr ein. Schalke 04 ist die Seele vom Revier, sag mich, was kann schöner sein? Für meine Kumpels ehrlich schwitzen, muss als Freund euch doch treu zur Seite stehen. Ist das denn die Bude auf den Flügel flitzen und Ernst Kutzorra sich im Kreisel drehen? Schalke 04, Liebe im Revier, Junge, da fällt sich nichts mehr ein. Schalke 04 ist die Seele vom Revier. Sag mich, was kann schöner sein? Mit der Verpflichtung von Ristić Mitte der Saison setzte Günther Eichberg den wohl entscheidenden Akzent in Richtung Aufstieg. Schon zuvor bewies der Präsident in Sachen Personalpolitik eine glückliche Hand, vor allem auf der Führungsebene. Auch Schalke-Original Charlie Neumann, jetzt nicht mehr im Verwaltungsrat, bleibt als Bindeglied zwischen Mannschaft und Fans unersetzlich. Fans sitzen da, kommen runter, haben den ganzen Morgen schon auf der Geschäftsstelle richtig Stimmung gemacht für Schalke. Hat der Präsident gesagt, Jungs, komm, setz euch da vorne hin, schön brav, da sitzen sie. Kommt von oben so ein Oberordner, macht Theater, die Jungs da weg, da müssen jetzt die 5 Mann mit dem Polizeiaufgebot wegholen. Und dann wundern sie sich, wenn es ein Theater gibt. Sollen die 5 Jungs da sitzen lassen, hallo Jungs, schön, wenn dem Tag anständig, hast du kein Theater. Aber da kommen sie und dann ist typisch, dann heißt es wieder Randale im Stadion. Scheiße, bisschen nett, schön. Schön geschickter macht, alte Freude sonst. Charlie, so, jetzt sag mir, was du willst. Charlie, was hast du zum Aufstehen? Also ich muss sagen, hör mal, wir sind aufgestiegen, wir haben es gar nicht bemerkt. Wir liegen 1-0 zurück und sind in der ersten Liga, wunderschön. Aber nur, wir haben uns das natürlich heute ein bisschen anders vorgestellt. Wir haben gedacht, heute ein rauschendes Fußballfest zu erleben. Der Trainer hat eben in der Halbzeit so zusammengenagelt in der Kabine. Ich gehe davon aus, dass jetzt gleich so ein neuer Geist durch die Truppe geht und wir das Ding letztendlich noch umbiegen und hier als Sieger vom Platz gehen. Wie sich das letztendlich gehört als Bundesligist. Wird dann Charlie Neumann weinen? Ja, vor Freude. Nie mehr, nie mehr, weil wir enttäuscht sind. Ich gehe davon aus, dass dieser Verein nie mehr Grund haben wird zu weinen. Ich gehe davon aus, dass dieser Verein jetzt wirklich der Sonne entgegengeht. Bei uns stimmt einfach alles. Bei uns stimmt einfach das Finanzielle, bei uns stimmt einfach das Präsidium. Wir haben Präsidenten, der herrlich fußballverrückt ist und der hat auch noch Kohle, der zu uns gekommen ist. Da hatte ich geglaubt, meine Güte, was ist das denn für einer Düsseldorf? Wie ein Fahrer lässt er sich da vorfahren? Das wird nie was, die Fans werden ihn vom Platz jagen. Und seht da, Freunde, er ist ein Schalker geworden. Er hat mir erzählt, Charlie, ich bin geboren in Haltern, ich bin ein Junge des Ruhrgebiets. Und alle Schalker haben ihn heute ins Herz geschlossen. Ich muss wirklich sagen, er wäre, wenn wir nicht hätten, Verlust für diesen Verein. Denn ohne Günther Eichberg wären wir nie dahin gekommen, wo wir heute sind. Der Erfolg stützt Günther Eichbergs Position. Die Fans haben ihn akzeptiert, obwohl er so gar nicht ins Milieu bei den Leuten zu passen schien. Platz kommen dürft, ja? Habt ihr das verstanden?
Verständnissuche bei den Fans für Sicherheit und Frieden in einer sportlichen Situation, wo oft schon ein Tor den Funken von der Mannschaft nach draußen überspringen lässt. Ein Funken nur, der in Schalke ein Pulverfass rückhaltloser Begeisterung zur Explosion bringt. Kaum zu bremsende Euphorie, der im richtigen Moment die Stadiontore geöffnet werden müssen, sonst droht Gefahr. In Schalke drängten sie diesmal in friedlicher Absicht in den Innenraum. Einmal den Vergötterten nahe sein, einmal ihnen die Hand drücken. Und sie hochleben lassen für den Erfolg, an dem auch sie selbst teilhaben. Der dritte Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. Schalke wie Phönix aus der Asche. Schalke auferstanden. Was da so alles im deutschen Fernsehen gelaufen ist, ne? Minutenlange Tiraden von Charlie, aber Weltklasse. Da war ganz viel drin, was wir heutzutage, ja, was wir normal finden, was aber offensichtlich im Südwestrundfunk ne, für was so Besonderes gehalten wurde, dass das Ding, ging noch eine halbe Stunde weiter, ein dreiviertelstündiges Porträt des S04 im Südwestfunk war. Wie viel habt ihr eigentlich als Spieler von diesen Sachen mitbekommen? Catweasel, von diesem auf der Fahne die Nordkurve anbeten, um Glück beten für das Spiel. Und diese ganze Folklore, sagt manche. Also wir als Spieler haben unheimlich viel davon mitbekommen. Eben wurde ja schon mal gesagt, wie wir begleitet wurden von den Fans zu den Auswärtsspielen. Aber wir haben durchaus auch immer noch einen Blick für die Zuschauer und was da eben auch im Vorfeld des Spiels passiert. Ich habe ja auch nicht immer von Beginn an gespielt. Insofern konnte ich da ab und zu auch mal besser hinschauen. Und da konnte man eben sehen, was die Fans doch veranstaltet haben und was sie leisten, um die Mannschaft zu unterstützen. Also das ist bei uns durchaus angekommen. Ja, natürlich. Auch die Nachberichterstattung während des Spiels, Trainingslager, all das kriegst du ja mit, auch über eine gewisse Zeit. Wir haben auch erlebt, wie wir bei einem Spiel dann auch beschimpft worden sind, als wir dann in den Bus gestiegen sind. Also auf Schalke erlebst du einiges. Aber das war natürlich eine richtig schöne Zeit. Und dass Schalke-Fans ein bisschen anders sind und auch positiv verrückt, das weiß man. Und das haben die Ausschnitte natürlich wieder bestens bewiesen und ja, Charlie Neumann mal wieder zu sehen mit seiner ganzen Begeisterung hat natürlich auch etwas. Er bleibt einfach auch in unseren Gedanken und in unserem Herzen. Das erlebt das natürlich und man nennt ja jetzt auch aktuell aufgrund des Mannschaftsbetreuers von Schalke 04 die neue Strategie, an die Fans heranzugehen, an Mitgliedern in Mannschaftsbetreuersitzung. Und ich habe mir sagen lassen, das ist auf Basis auch von Charlie Neumann, weil er sehr nah am Fan war, aber auch an der Mannschaft. Und ich glaube, das hat er auch verdient und Charlie war ein Unikum. Wunderbar. Wunderbares Schlusswort für Ingo Anderbrügge und Michael Magic Truss. So, es fehlen noch die ganz Offensiven, ne? Ein 1A-Jubel jetzt aber mal bitte für Michael Kroninger, Peter Sendscheid und Wladimir Ljuti. So, Pedder, im Anekdoten-Weitwurf jetzt bitte deine Einschätzung dieser drei. Oh. Obergranaten. Die Einschätzung Nummer 1 in Bezug auf Peter Sendscheid haben wir gerade gesehen. Er bedient mich. Kein Wasserträger? Wunderbar, mein Wasserträger. Das war er nie. Nee, keiner. Aber der Hoffnungsträger mit Sicherheit. Ich habe nach meiner ersten durchaus normal verlaufenden Karrierestation, Jürgen, Rot-Weiß Essen, das große Unglück gehabt, eigentlich zu einem Zweitligaverein wechseln zu dürfen oder zu müssen.
dürfen letztendlich, der in einer Krisensituation war, Alemannia Aachen, vergleichbar mit Schalke 04, für mich als junger Trainer, ja, damals war es vergleichbar mit Schalke 04 in einer Krisensituation, Peter, du weißt es noch, mit großen Ambitionen in die Saison gestartet, kurioserweise, mein Vorgänger, dieser Ferner, genauso wie auch Schalke 04 auch mein Vorgänger, hat große Arbeit hinterlassen, die Mannschaft also total fit, sowohl auf Schalke als eben auch bei Alemannia Aachen, mir hinterlassen und ich habe die Mannschaft übernehmen dürfen und es waren junge Spieler, die Hoffnungsträger. Für mich selber als junger Trainer war es die einmalige Chance, nach nach der Geschichte Rot-Weiß Essen Fuß zu fassen im Profifußball und da mussten wir unten rauskommen. Und unten rauskommen mit Spielern wie Peter Senscheid, damaliger, wir spielten mit drei Spitzen, rechts außen, ein junger Nachwuchsspieler, mit großer Last versehen, weil auf diesen jungen Spielern, Eckbert Zimmermann auf der linken Seite, der schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, aber waren die herausragenden Spieler dieser Mannschaft, mit Peter Sitte, kennt kaum noch einer hier, Matthias Schipper, den kennt ihr noch hier, der früher auf Schalke 04 gespielt hat, der auch bei Alemannia Aachen recht gute Erfolge gefeiert hat, aber letztendlich nicht mehr da war. Aber wir hatten eine Mannschaft, die mit großen Ansprüchen in Aachen in die Saison gegangen ist und die aber den Ambitionen ganz, ganz weit hinterhergelaufen ist. Und diese jungen Spieler, vor allem wie Peter Senscheid, muss die Sache wieder gerade biegen. Und da habe ich einen Spieler kennengelernt, unbekümmert, sagt man heute, mit Fähigkeiten als klassischer Rechtsaußen, so hast du bei mir leider auch spielen müssen, mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Technik, mit seiner Torgefahr, die auf der rechten Außenposition natürlich nicht so weit gegeben ist wie im Zentrum, aber immer wieder unter Beweis gestellt, dass er ja, für jeden Gegner in der zweiten Liga eigentlich nicht zu fassen war. So, jetzt wechsle ich irgendwann zu Schalke 04 innerhalb dieser Zeit, in der wir mit Aachen wirklich für unsere Verhältnisse, Didi war dabei, Peter war dabei, aus der Schalker Zeit, deswegen, die ich auf der Schalker Zeit eben noch habe mitnehmen dürfen. Also die haben die Situation noch miterlebt, wir haben Erfolge gefeiert, die waren eigentlich unglaublich für diese Mannschaft. Wir standen oder waren auf dem Weg in die erste Bundesliga und dann hat mir der Verein damals ein Konzept vorgeschlagen, das also katastrophal war bis zum Gehen. Ich meine, mein Vertrag wäre ausgelaufen und wir sollten mit der Mannschaft, die zu dem damaligen Zeitpunkt 14 Spiele hintereinander ohne Niederlage waren, wir waren einen Punkt hinterm Aufstiegsplatz, mit dieser jungen Mannschaft, Entschuldigung, Didi, mit einigen älteren Spielern auch, so alt warst du auch noch nicht, aber Joe Montades war dabei, also einige Riesentypen. Ja, man hat mir dieses Konzept vorgeschlagen und habe ich gesagt, okay, ich werde mit dieser Mannschaft aufsteigen, da bin ich fest davon überzeugt, aber ich werde meinen Vertrag nicht verlängern, das mache ich auf keinen Fall mit, denn mit der Mannschaft, die sie uns da anbieten, können wir niemals die Liga halten. So, zu dem Zeitpunkt ruft dann plötzlich abends Günter Eichberg an und sagte, als ich die Entscheidung getroffen habe, Alemannia Aachen am Ende der Saison zu verlassen, was ist denn, wenn du sofort jetzt zu uns kommst und so weiter, um Schalke 04 in An- und Abführung zu retten. Okay, bin dann nach Schalke gegangen, wir haben glücklicherweise die Liga ja gehalten, die Geschichte ist langsam schon langweilig, war selbstverständlich. Ja, aber dann haben wir überlegt, wie können wir mit Schalke 04 weitere Schritte nach vorne machen. Wir hatten ja nicht das große Geld, Charlie hat gerade ein bisschen rumgelogen, er erzählte von viel Geld und uns geht es wunderbar auf Schalke, wir hatten überhaupt kein Geld. Spieler sind ordentlich bezahlt worden, Ingo sagte vorhin, glaube ich, auch pünktlich, du zumindest. Ich habe auf mein Geld auch nicht gewartet, aber wir konnten auf jeden Fall Spielern auf dem Nachwuchsbereich beziehungsweise mit Perspektive Angebote machen, die glücklicherweise annehmbar waren. Peter Senscheid war mein Kandidat für die Offensive. Ich habe Peter angesehen als einen unglaublich flexiblen Offensivspieler, nicht nur rechts außen, sondern eben auch in der Sturmspitze. Das brauchten wir auf Schalke. Didi Schacht habe ich schon darüber gesprochen, der war Stabilisator, der kam auch noch dazu. Und Peter Senscheid hat eigentlich das mehr als übertroffen, mehr als eingelöst, was wir von ihm erwartet haben. Eine unglaubliche Entwicklung und eine kleine lustige Geschichte dazu. Das ist aber typisch Schalke, typisch Klaus Fischer. Ich weiß nicht, Peter, ob du die mitbekommen hast. Für mich eines der besten Spiele, die du gemacht hast, war für mich ein ganz kurioses Spiel, das letzte Spiel eigentlich von Werner Vollack, der wurde danach abgelöst durch Jens Lehmann. Das spielten wir bei Darmstadt 98, mittlerweile wieder eine Riesennummer. Damals war Darmstadt 98 eine Mannschaft in der zweiten Liga mit großen, großen Ambitionen. Sie haben uns an dem Tag auch geschlagen, kurioserweise. Werner hat nicht den besten Tag gehabt, wir hatten unglaubliche Bedingungen, ja, tiefer Rasen, strömender Regen, Werner mit seinem kaputten Knie ist weggerutscht, wir verloren durch Tore von Blättel 3-2, aber Peter Senscheid machte zwei Tore, wir führten 2-0, zwei Kopfballtore,
überragende Kopfballtore. Der 1,95 große Peter Sennenscheid schraubte sich in die Luft und neben mir sitzt Klaus Fischer. Neben mir sitzt Klaus Fischer und Peter machte das erste Ding rein, machte das zweite Ding rein. Wir sind natürlich ausgeflippt auf der Bank. Darmstadt war damals eine Spitzenmannschaft und Jubel, Trubel, Heiterkeit. Und der Klaus sagte nur, Milexa Marsch, da wo er herkommt. Peter hat den Ball abgleiten lassen, auf den zweiten Pfosten rutschen lassen, hat die Bälle überragend reingemacht, aber Klaus Fischer wollte, einer der besten Kopfballspieler der Welt, der wollte, dass der Peter dahin köpft, wo der Ball herkommt. Er hat es glücklicherweise nicht gemacht, denn die Bälle kamen von der Eckfahne. Man stellt sich vor, der Peter hätte die Bälle zur Eckfahne zurückgeköpft. Also in dem Spiel zwei Tore gemacht, ja, 2-0 geführt und das Spiel verloren. Es war tragisch, aber es war für mich das beste Spiel, nicht wegen der beiden Tore, von Peter Sennenscheid, weil er sich da als Sturmspitze gezeigt hat, wie er nachher in den Jahren danach immer wieder weiter unter Beweis gestellt hat. Er will direkt was sagen. Ich glaube, es waren 1,96, ne? 1,95. Ja, 1,96. Nein, nein, aber ich habe nicht von Anfang an gespielt. Ich bin erst aufgrund der Verletzung von Sascha Borodjuk reingekommen. Genau. Weil vorher war Münster Spiel zu Hause. Ja, genau. Jo, Micha Kroninger. Tja, bei uns passte ja alles. Die Offensive passte, die Mannschaft passte, die Stimmung im Stadion passte. Aber irgendwo gab es ja auch bei uns Situationen, in der es ein bisschen eng wurde. Da haben wir uns ein paar Überlegungen gemacht. Wir müssen einen Typen haben, bei dem, ja, eine Nähmaschine ist normalerweise eine niedrigfrequenzfahrende Angelegenheit. Ein Zuschauer sofort mitgenommen wird. Der Junge muss auflaufen, der muss, heute sieht man das nicht mehr ganz so, Kroni, da sage ich dir, du hast eine Haarstruktur wie ich. Auf jeden Fall um die Ohren herum, aber der muss wehende blonde Haare haben, der muss aussehen, sodass im Prinzip die Nordkurve weiblicher Begleitung sofort anfängt zu kreischen. Und wenn es richtig brennt, wenn es richtig brennt und bei uns nicht läuft, müssen wir einen Mann reinschmeißen, der das Stadion sofort mitnimmt. Da habe ich einen Spezi gehabt, den habe ich in früheren Jahren mal trainiert, weiß nicht, ob du den noch kennst, einen guten Libero, der mir gesagt hat, Trainer, ich habe hier einen bei uns in Offenbach, spielt der reißt hier alles nieder. Und haben uns 2-3 Mal angeguckt, gesagt, die Art und Weise, wie er Fußball spielt, das passt zu Schalke wie nichts anderes. Und darüber hinaus habe ich einiges gehört, aber ich bin immer derjenige, der gesagt hat, nicht das, was man hört, zählt, sondern was man selber erlebt, zählt. Aber in dem Fall habe ich gesagt, na gut, dann nehme ich das mit, was ich höre. In allen Diskos, in allen Kneipen, in der Umgebung ist er mit Sicherheit der Hit schlechthin. Darüber hinaus kann er Fußball spielen, ist ein Riesentyp, sorgt für Stimmung. Michael Kroninger, den nehmen wir. Das war eben der Fall. Ich habe Günter Eichfeld vorgeschlagen und Michael Kroninger hat genau das umgesetzt. Ich glaube, du hast jetzt noch ein paar Deckel liegen in irgendwelchen Kneipen hier in Gelsenkirchen. Also würde ich gerne übernehmen, weil du ein Riesentyp bist. Willst du jetzt sofort oder gleich erst? Willst du jetzt sofort antworten oder gleich erst? Sofort. Also Deckel habe ich, glaube ich, keinen. Zumindest mein Wirt steht da, den kannst du fragen, den kennst du ja auch, Peter. Bezahlt habe ich immer. Und ansonsten, ja, wo du recht hast, hast du recht. Ne? Also kann ich nichts dazu sagen, weiß alles. Ja, reden wir gleich noch drüber. Ich glaube, dass also eine gewisse Geistesverwandtschaft, Seelenverwandtschaft bei euch beiden ist bestimmt da. Ne? Wikipedia sagt Volodymyr Nikolajewitsch Ljuti. Ist falsch, ne? Stimmt gar nicht so ganz richtig. Sag du doch mal. Wladimir Ivanovich. Mein Vater heißt Ivan und davon bin ich Ivanovich. Also nicht Nikolajewitsch, sondern Ivanovich. Ne? Richtig. Haben wir das gelernt. Wie seid ihr auf den Mann gekommen? Also der Name war mir im Prinzip scheißegal, aber wir brauchten einen großen Stürmer. Einen Stürmer, wir haben mit Sascha Borodjuk. Einen Jungen aus Moskau verpflichtet und wir brauchten einen Stürmer, der irgendwo im Keil vorne in der Spitze spielen kann, der zweikampfstark ist, der Bälle ablegen kann auf den Spieler, der dahinter reinrücken kann. Mit zwei Spitzen haben wir damals gespielt und Wladimir habe ich gesehen, zusammen mit Helmut Kremers und mit Klaus Fischer, bei den Spielen im UEFA-Pokal, den gab es damals noch, Dnipropetrovsk gegen Wacker Innsbruck. Wacker Innsbruck war damals Trainer, ja, wieder mal mein Co-Trainer Horst Rubesch, der mir den Tipp gegeben hat, mit Wladimir Ljuti und Ernst Happel, der legendäre Ernst Happel. Und wir haben uns die Spiele angeguckt und Wladimir machte da auch ein Tor in Innsbruck und hat sich genauso präsentiert, wie wir uns das vorgestellt haben. Darüber hinaus muss ich wirklich eingestehen und zugestehen, dass wir nachher eine Vertragsverhandlung hatten, die seinesgleichen sucht. Die damals russischen, das ist ja Ukraine, aber die russischen Mitarbeiter, die haben
aus 0,5 oder wie auch immer, oder 0,3 vielleicht auch nur, normalen Gläsern Wodka getrunken. Und die machten einen Spruch, Bonski. Das heißt, die hielten das Glas hoch, tranken auf Ex und hauten das Glas hinten weg. Das haben wir dann mitgehalten. Klaus Fischer hat dann sofort die Augen verdreht. Ich habe gesagt, ich muss mithalten. Da habe ich den nächsten getrunken. Und Helmut Krämer, das war ein ganz abgezockter Kerl, der hat den dritten halben Liter Wodka hinten in die Blumen gekippt. Und die Russen standen da weiterhin und waren fit wie die Teufel. Und genauso hat Wladimir Fußball gespielt. Es war unglaublich, welche Präsenz er hatte auf dem Platz. Und es war der ideale Mann für uns. Ich habe dann irgendwo, Wladimir, vielleicht dich, kannst du dich erinnern, weil du wahrscheinlich voll warst. Da waren wir im Trainingslager in Miami Beach. In Miami Beach als erste deutsche Mannschaft. In Florida im Trainingslager. Und irgendwann, wir wurden begleitet von Sat.1. Damals war es noch normal und möglich. Man konnte mit den Jungs auch reden. Und ein Mitarbeiter von der Sportbild, Jochen Köhn, sagte mir, als ich gesagt habe, die Mannschaft ist sowas an diszipliniert und so super und da kann nichts passieren, dem kann man blind vertrauen. Ja, aber was ist mit deinen beiden Russen? Also was soll mit den beiden Russen sein? Ja, aber die beiden Russen sitzen im Schalke Trainingsanzug im Latino-Viertel und zocken gerade, beide voll wie die Eimer und beide kein Geld dabei. Was machst du denn jetzt? Ja, da bin ich in dieses Latino-Viertel gefahren, keiner hat was von mitbekommen, nicht mal Gerard, sondern keiner. Ja, und wir haben ausgelöst, die Sache gelöst. Und da habe ich gewusst, vor allem am nächsten Tag war Training. Die beiden Jungs waren wirklich, will ich nicht unbedingt sagen, sternhagelvoll, aber ihr wart wunderbar dabei, haben wir diesen allseits bekannten Schweinelauf gemacht. Diesen Pyramidenlauf. Das ist ein Schweinelauf, den kann man keinem Menschen zumuten und zutrauen, aber den haben wir halt traditionell immer gemacht. Und als wir dann mit dem Lauf fertig waren und wirklich von den 24 Spielern, die daran beteiligt waren, inklusive Torhüter, 22 tot waren bis zum geht nicht mehr, lief Wladimir Luti und Sascha Borodjuk noch eine Ehrenrunde in Miami Beach. Dann haben wir gesagt, bravo, das sind die Jungs und mit denen steigen wir aus. Ja, Peter, wo ich gewechselt nach Schalke, mir war auch egal, wer ist Trainer hier. Es war wichtig, Schalke. Ja, wichtig war, sag ich mal, das war Ziel. Ich wusste, dass Mannschaft befindet sich in zweiter Bundesliga und war Ziel gesetzt. Erste Liga war auch schön. Ich kam in ein tolles Verein, tolle Menschen, tolle Spieler. Alles war wunderschön. Heute habe ich Interview gegeben für Schalke Kreisel und ja, die haben gesagt, wie war Umstellung von Sowjetunion nach Deutschland zu kommen, war schwierig. Ich sage, ja, natürlich, stellen Sie vor, Sie leben in ein Sternehotel und wechseln zum Fünf-Sterne-Hotel. Natürlich schwer ist das. Ich sage immer, es war wirklich tolle Zeit und tolle Erinnerungen und Aufstiegs. Ja, nach meiner Meinung hat Peter Grundstein gelegt, sagt Knackpunkt war Spiel in Mannheim, das wirklich da, wo wir Unterzahl uns Sieg geholt und das hat Mannschaft in sich geglaubt. Das war uns dann danach scheißegal, wer Trainer wird hier oder geworden sozusagen, weil es war wirklich nicht verständlich, was da passiert ist, aber das ist Vergangenheit und es ist so, das ist so Leben. Und ja, nach mehreren Stationen hier in Deutschland habe ich dann Peter doch geschätzt und als erster Trainer, der war auch bester Trainer für mich hier in Deutschland. Und ich habe Ihnen auch heute ein Geschenk vorbereitet, das hier zu überreichen für uns allen. Ja? Ja, klar. Geben Sie mal sehr gerne. Tasche, bitte. Das ist überraschenderweise. Das ist schwierig auch. Ne? Das ist ein Pokal. Das 0,5 Liter Glas von damals. Ja. Gebe Klaus Fischer weiter sofort. Guck mal. Sehr schön. Ja, aber das ist ein tolles Teil, oder? Kurz vor der EM kriegen wir einen Pokal überreicht.
Ich habe irgendwann mal gesagt, Jungs, da steht Champion drauf. Na gut, wäre ein bisschen übertrieben, aber irgendwann wollte ich mit Schalke 04 mal auch so ein Ding hochhalten. Mir ist es nie gelungen. Von daher danke. Danke ich, Wladimir. In deinem Beisein darf ich das machen. Der Pokal gehört euch allen, denn ihr wart dabei, als wir diese Scheiße gemacht haben. Peter, er war ja nicht der Erste aus Russland, Ukraine, der gekommen ist, sondern Sascha Borodjuk war schon da. Ja? Sascha war ein ganz anderer Typ natürlich. Ne? Wie seid ihr klargekommen mit den beiden? Wie habt ihr die integriert? Wie habt ihr das geschafft? Ich glaube, bei ihm war es ein bisschen einfacher, weil er so ein, hier bin ich Typ war. Ja, das stimmt. Vladi war direkt in der Gemeinschaft drin, obwohl er auch überhaupt kein Wort Deutsch sprechen konnte. Ein bisschen Hallo und Tschüss, aber er fügte sich sofort ein und vom Typ her sehr offener und ging auch auf uns zu und ließ auch es zu. Bei Sascha natürlich ganz anders. Der war sehr introvertiert, sehr still. Sein Riesenvorteil war natürlich, dass er ein Riesenfußballer war. Also ich habe selten, ich glaube, in meiner Zeit keinen einzigen Fußballer. Du natürlich auch, aber auf einer anderen Art. Du auch gesehen oder du auch? Riesenfußballer. Weil heute ist es ja geradezu aufgrund der Ausbildung normal, Links- und Rechtsfuß, dass man es kaum unterscheiden kann. Aber bei Sascha war es damals schon, und wir sprechen jetzt vor 25 Jahren, du wusstest nicht, ist es ein Linksfuß, ist es ein Rechtsfuß. Aber wie Sascha auch eben war, introvertiert, so waren auch seine Spiele. Wenn er gut drauf war und wenn er so ein bisschen aus sich rauskam, war er natürlich sensationell. Und auf der anderen Seite, wenn er so ein bisschen zurückhaltend war und irgendwas beschäftigte ihn, hat er gar nicht das abgerufen, was er eigentlich machen konnte. Und Vladi war natürlich von Anfang ganz anders. Und Vladi, wie eben bei Micha, auch immer im Dienste der Mannschaft. Und ich habe super gerne mit Vladi zusammengespielt, weil es passte einfach. So auch nachher mit Juri Mölder, der ja auch ähnlich groß veranlagt war. Für mich war das ideal. Ja, Sascha Borodjuk, ich glaube, noch besser als diese Beidfüßigkeit oder was mich am meisten beeindruckt hat bei ihm, war das Timing der Pässe. Ja, wie der in Tempo, in höchstem Tempo, in der richtigen Hundertstelsekunde den Ball spielte und zwar genau dahin, wo er hin musste, ne, auf den Zentimeter. Ja, Sascha war ein kompletter Fußballer. Das einzige Manko, was er hatte, war eben Kopfball, aber das brauchte er nicht. Also der hatte so ein feines Füßchen, links und rechts. Der war schnell, ausdauerstark, also fast nahezu komplett. Wie konntest du ihm denn helfen, weil er in dieser Situation hier doch ein bisschen zurückhaltend war? So, ich glaube, er hatte Angst, Deutsch zu sprechen, ne? Das hat er mir mal gesagt, dass er immer Angst hat, Fehler zu machen, dann würden die anderen lachen, vielleicht hat er mal den einen oder anderen Spruch gekriegt, wie das so ist unter der Dusche, ne? In so einer Fußballermannschaft. Konntest du ihm da helfen, dass er da ein bisschen mehr aus sich rauskam? Er war ja bestimmt erfreut, dass er noch einen Landsmann hatte. Klar, der war etwas zurückhaltender Mensch, aber... Wie gesagt, der, was könnte er nicht sagen, der hat gesagt, auf Fußballplatz. Der hat sich da voll für die Schalke ergeben und mehrere Jahre für die Schalke auch mitgespielt, dass die Schalke so hoch kam. Ja. Das Mikro ein bisschen rein. Ja, okay. Micha, wenn wir gerade bei den Introvertierten sind, ne? Der Trainer hat schon gesagt, du hattest nicht nur die Frisur, die dich herausgehoben hat aus allem, du bist dann auch gerne mal mit dem Moped gekommen und durch die Stadt gefahren. Du warst, glaube ich, sehr schnell hier drin. Ne? Obwohl du ja vorher und nachher nur in Süddeutschland gespielt hast und der Ruhrpott ist schon was anderes, aber hast überhaupt keine Probleme gehabt mit dem Menschenschlag hier und mit der Begeisterung natürlich erst recht nicht im Stadion. Was soll ich sagen? Hört man? Ja. Nee, mit den Menschen hier habe ich mal gar keine Probleme gehabt und habe ja, immer noch keine. Bin auch relativ oft hier, was heißt oft, aber einmal im Jahr Minimum. Ja, und. Für 3 Monate. Wenn man einen, der Zeit seines Lebens sonst in Süddeutschland war, anruft, hier einlädt und sagt, wir besorgen dir natürlich auch ein Hotel und er sagt, nee, ich bin bei meinem Kumpel, dann weißt du Bescheid. Ja, gut, hier ist. Wie gesagt, ich kann nur dazu sagen, dass ich immer noch stolz bin, für den Verein spielen habe zu dürfen. Ich bin ja der große Redner, wisst ihr? Das ist der Einzige. Und ja, danke. Ja, ich einfach nur dankbar bin. Und Peter dankbar bin, dass er mal geholt hat. Ja, und jo, mehr brauche ich eigentlich nicht sagen. Wie gesagt, und ich bin immer wieder gerne hier, bin öfters hier. Und was wolltest du nur wissen? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin ja alles. Nein, kann ich nicht erzählen.
Na, da war schon fast alles drin, ne? Fußballerisch, du hast, glaube auch 7 Tore geschossen oder was in der Saison. Du hast deine Einsätze gehabt, bist oft eingewechselt worden, ne? Und hast dann geholfen, wenn es darum ging, mit Schnelligkeit nochmal neuen Druck aufzubauen. Jo, wenn du das sagst, dann wird es stimmen. Ne? Wie gesagt, weil das Einzige, was ich jetzt nur dazu sagen kann, zum Beispiel zu Sascha Borodjuk, als ich beim ersten Training Sascha gesehen habe, was der am Ball macht, da habe ich mich gefragt, was ich hier soll. Entschuldige bitte, aber das war ein Traumfußballer. Ich war jetzt nicht der Schlechteste, aber auch nicht der Beste. Und wie gesagt, damit war ich auch zufrieden, dass ich ab und zu eingewechselt wurde und meine Spiele gemacht habe und meinen Teil dazu beigetragen habe, dass wir eine schöne Aufstiegsfeier hatten, sagen wir es mal so. Ja, denn ihr habt euch ja dann noch selbst eine besorgt quasi. Ne? Hier vorne liegt ein Foto, das lassen wir gleich mal rumgehen. Das sind begnadete Körper. Ist das Howard Carpendale hier in der Mitte? Was ist er? Ja, erzähl mal die Geschichte, wie ihr Howard Carpendale getroffen habt. Wo war das überhaupt? Malle? Ne, Ibiza. Aber wie es dazu kam, kann ich dir auch nicht mehr erzählen. Das ist schon das war vorbei. 25 Jahre her und wir hatten nicht gerade nur Wasser getrunken. Peter, weißt du es noch? Ich war nee. Nicht dabei, oder? Ich war Rennscheid wahrscheinlich. Nee, ich war auch nicht dabei bei der Tour. Was? Der meine ich hätte ich gesehen auf dem. Sache initiiert. Ich war auf einer Mallorca-Abschlussfahrt dabei und da habe ich auch schon 90% vom vergessen müssen. Ja, Mario, komm doch mal her und erzähl uns von Howard Carpendale und dem S04. Erstmal, wie stehst du zu den Jungs? Woher kennst du die? Ja, ich habe die gerade kennengelernt hier. Nein, er ist seit Jahren unser Bewährungshelfer. Also Mario kenne ich schon seit 30 Jahren. Also ich bin eigentlich nur Fan. Wir kennen uns auch, glaube ich, damals haben wir uns kennengelernt. Und als die Mannschaft aufgestiegen ist, gab es eine Aufstiegsfeier. Alle sind, fast alle, Peter, du warst nicht dabei, nach Ibiza geflogen. Und da war ein Platz frei, ich glaube deiner. Und dann haben die gesagt, Mario, du darfst mitfahren. Und dann kam es dazu, dass wir am Strand von Ibiza waren. Ein Typ mit langen, blonden Haaren an der Theke. Und das war Howard Carpendale. Der wollte aber die Mannschaft kennenlernen. Also nicht umgedreht. Und kam dann, setzte sich dazu und wollte eigentlich alles wissen über Fußball. Was sagt ein Trainer, ein Schiedsrichter und so weiter. Also hatte er keine Ahnung? Keine. Er wollte aber alles wissen. Andi Müller sagte dann zu ihm, Howie, weißt du eigentlich, dass meine Frau alle CDs hat von dir? Howie sagte dann, toll, dass deine Frau ist, eine große Fan. Und Andi Müller sagte dann, weißt du, dass ich alle wegschmeiß von dir? Aber Howie fand alles lustig. So ist das entstanden. Also ich war damals, wie gesagt, kein Spieler, bin Fan, wie ja alle. Aber daraus entstand eine große Freundschaft. Ja, sagen wir mal so. Ja, und heute ich glaube, da wird der ein oder andere hätte gern mit dir getauscht und beneidet dich ein bisschen um das Erlebnis, ne, mit den Jungs den Aufstieg gefeiert zu haben. Auf Ibiza, gibt es da noch was, was wir der Menschheit offenbaren können von dieser Party? Irgendeiner landet doch immer nachts draußen, weil er den Schlüssel vergessen hat. Ich auch nicht. Du sagst nichts oder du kannst dich nicht mehr erinnern? Such da was raus. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, sagen wir es mal so. Ja, die waren alle gesittet, her. Alle gesittet. Also ich kann das bestätigen. Ich war auch immer nüchtern und die Mannschaft, die hat sich 1A verhalten. Wie Profis. Jetzt der beste Botschafter. Ein klein wenig weiter. Finde ich toll, Mario, dass du die Internas nicht raushaust. Das darf man ja nicht machen. Denn eins ist ja klar, Mannschaftsfahrten sind Mannschaftsfahrten. Und was da passiert, hat innerhalb der Mannschaft zu bleiben und nichts, aber auch gar nichts nach außen zu geben. Das ist vollkommen klar. Ich könnte dem natürlich einiges entgegenwirken und gegen eine Honorarbezahlung von einer Summe, über die ich jetzt nicht reden möge, über die Tour reden. Schlippi, wo ist der Schlippi? Schlippi. Der ist schon abgehauen, weil er weiß, dass er andeuten kann. Ingo war auch noch dabei, Michael war auch noch dabei. In der Mannschaft, die es geschafft hat, den Klassenerhalt zu schaffen damals, was ja eigentlich selbstverständlich für Schalke war, aber schon fast nicht mehr möglich war, da waren wir auf Mallorca.
waren wir auf Mallorca und haben in Mallorca Dinge veranstaltet, die einzigartig und einmalig waren im deutschen Fußball. Ich kann das deshalb sagen, weil ich bei 14 anderen Vereinen auch noch tätig war, also viele Abschlussfahrten dieser Art kennengelernt habe, aber solch eine Art noch nie. Und das erzählen wir dann im nächsten Jahr. Da macht er uns heiß hier. Aber er hat vielleicht auch auf die Uhr geguckt. Ja, jetzt sind wir 3 Stunden dran, minus Pause. Das ist die längste Veranstaltung, die wir je gemacht haben. Aber war auch eine Rekordzahl an Gästen. Ich bitte euch alle nochmal hier nach oben, damit ihr euch den Applaus abholen könnt. Ja. Und ja, einfach nochmal für Peter Neururer, Peter Senscheid, Jürgen Welp, Micha Kroninger, Wladimir Juti, Mario, Egon Flatz, Thorsten Wörsdörfer, Ingo Anderbrügge, Sigi Bieber, Micha Prus, Didi Schacht und Richie Mademann, Gerard Kolpers. Noch irgendein vergessen? Ein bisschen mehr hier rüber, Jungs. Und Rudi, das war für dich. Okay, wenn alle Fotos durch sind, könnt ihr mit Sicherheit noch das eine oder andere Autogramm abgreifen. Dankeschön, dass ihr so lange ausgehalten habt. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin gerade noch mal beauftragt worden von den Spielern, noch mal